Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu The Walking Dead, The Final Season, Episode 2. Deckung! Okay. Kommt schon raus! Hab ein paar von euch auf der Straße gesehen. Könnt euch nicht ewig verstecken. Oh, Mist. Ist das der Mann vom Bahnhof? Ja. Was? Warum lebt er noch? Ja. Wenn man das Körperteil schnell abschneidet, überlebt man. Scheiße. Bleib hier. Super. Super, super, super. Du bist eine fiese kleine Schlampe. Richtig. Hau einfach ab, dann lassen wir dich gehen. Ah. Nein. Oh, yeah. Vergiss es, Junge! Noch einen Schritt und ich blase ihr die Rübe weg. Oh Gott. So sieht man sich wieder, Knirps. Nicht! Die zwei habe ich schon mal gesehen. Das sind Kämpfer. Du wirst sie mögen. Wir suchen nach einem Jungen, der hier eine Gruppe anführt. Marlon. Er ist tot. Tja, scheiße. Es ginge auch anders. Wie wär's? Bringst du uns zu deiner Schule, damit wir mit deinen Freunden reden können? Du hast nicht gerade viele Möglichkeiten. Ist nicht meine Schule. Da wohne ich nicht. Das kann ich nur schwer glauben. Hier gibt es nicht viele Kindergruppen. Lass ihn los, bitte! Sicher, wenn du tust, was wir wollen. Sonst schlag ich ihm den Schädel ein. Schon mal gesehen, wie gammliges Obst zerplatzt, wenn man es wirft? Genauso wird das aussehen. I'm a time! Warte mal. Du meine Güte. Clementine, du bist es? Ich heiße Lily. Lily? Moment, ich muss nachdenken. Du erinnerst dich wohl nicht an mich. Ist eine Weile her. Lily? Du bist nicht tot? Lily! Ich hab überlebt. Nein. Was zum... Nicht jetzt. Staffel 2, Leute. Staffel 2. Was zur Hölle? Hey, nicht jetzt. Staffel 2. Lee ist nicht bei dir. Hä? Staffel 1? Also ist er tot. Er war gütig, auch nachdem ich das Mädel getötet hatte. Lily, die Irre! Die Irre, die, die hier, ich glaube, das war die Tochter von diesem alten Opa aus der ersten Staffel. Oh, war die das? Entschuldigung, ich muss nochmal hier im Audio. Ich glaube, die war das. Ja. Genau, wir sind doch im Wohnwagen gefahren. Und dann hat die doch diese eine Perle erschossen. Und dann ist sie abgehauen. Oder wir haben die verloren. Boah, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, ey. Scheiße. Yo, ich dachte erst Staffel 2, dass das eine von den Flüchtlingen waren. Aber, oh mein Gott, wir haben so viele Leute auf den Weg getroffen, ne? Ey, krass. Carly. Lee hätte mich niemals in der Gruppe behalten dürfen. Es war zu einfach, mit dem Wohnmobil abzuhauen. Ja. Er hat anderen Menschen zu sehr vertraut. Mhm. Deshalb hat er dich wohl nicht verlassen. Und deshalb ist er wohl gestorben.
Dir wird das Gleiche passieren, wenn du seine Fehler wiederholst. Dein kleiner Junge, du wirst sterben, um ihn zu schützen. Eine Weile hältst du vielleicht noch durch, aber irgendwann wird er dir zur Last werden. Ich bin nicht Lee. Ich habe jahrelang allein überlebt. Du hast bisher überlebt. Das muss ich dir lassen. Aber du und ein paar Kids, die sich im Wald verstecken? Dir ist klar, dass das nicht ewig funktioniert. Scheiße, dafür haben wir keine Zeit. Wir kennen uns von früher. Toll, du kennst sie, ich kenne sie. Aber wir haben was zu erledigen. Wir können dir helfen, den Jungen großzuziehen, Clementine. Aber du musst etwas für uns tun. Was? Euch dabei helfen, noch mehr Kinder zu entführen? Wir brauchen nicht nur ein paar, wir brauchen alle. Wir nehmen euch mit nach Delta zu unseren Leuten. Wir haben Mauern, wir haben eine funktionierende Solaranlage und bauen Feldfrüchte an. Du musst nur zu deinen Freunden zurück und sie davon überzeugen, friedlich mit uns zu kommen. Niemand wird verletzt. Ich bin nicht Marlon. Also, ich werde mir den kleinen Scheißer hier und jetzt vornehmen. So weiß ich, dass du dich benimmst. Sei nicht dumm, Clementine. Entscheide dich, für uns oder die anderen. Wenn du den Kleinen retten willst, wählst du nicht die anderen. Schieß! Hoffentlich war das richtig, bitte. Oh, bitte. Okay, kann man mitleben. Kann man mitleben. Komm schon! Wow. Oh nein! Nein. Was denn? Oh Gott, ich weiß nicht, was ich hätte sonst tun sollen. Ich. Hund! Ich glaube, ich habe einen Hund gehört. Ich gehe da lang. Oh Gott. Scheiße. Es wird auf einmal irre laut. Laut, alte Scheiße, ey. Das wird immer zu so bestimmten Stellen wird das immer richtig laut, ne? Deswegen bin ich meistens immer dann ruhig, bevor er mich gar nicht hört. Ah, fuck, ey. Okay, wir schaffen das. Erst den da.
sterbe. Fuck. Ah, Mann. Ich wollte B drücken, hab mir aber am Knopf vertan. Es wird definitiv schwerer. Ich schaff das aber. Nein! Wo kommt dieses Vieh her? Ich verstehe das nicht. Ich krieg das hin. Hier ist keiner. Ja. Das war auch von mir blöd. Ah, jetzt werde ich wieder angegriffen. Nee, doch, ich hab's geschafft, okay. Es sind zu viele. Nein. Was? Stopp! Zu laut. Was? Wer ist das? Kommt. Wer ist das? Boah, das war gerade irre laut bei den Zombies, ey. Meine Fresse, nee. Das ist total laut. So, viel. Dort. Hol die Splitter raus. War ich? Ich halte ihn fest. Das schaffen wir, komm. Das schaffen wir. Gott sei Dank sind es nur Schrot, ey. Ah!
nicht. Ich versuche leise zu sein. Es ist okay. Atme normal, AJ. Leg deine Hände hierhin. Stopp die Blutung. Schon gut, AJ. Er wird dich verarschen. Das reicht. Fürs Erste. Hey, hey, hey. Langsam. Wo ist unser Zeug? Meine Waffe. Alles weg, Kumpel. Louis wurde getroffen. Ich weiß. Sie haben uns gerettet. Ja, genau. Scheiße. Ach, ein Einsiedler. Wollt euch nicht gefährden. Die Beißer hätten euch helfen sollen. Was? Du hast die geschickt. Ich war in einer Gruppe. Sie nannten sich Flüsterer. Sie leben unter den Beißern. Ziehen mit ihnen herum. Manchmal führen sie die Herden auch. Aha. Okay. Warum bist du allein, wenn du in einer Gruppe warst? Sie haben eine Gruppe angegriffen. Ein Gemetzel. Wollte nichts damit zu tun haben. Tut es weh? Hunger. Esst. Ihr beide. Na komm. Wenn er schon anbietet. Danke. Hast du einen Namen? Lange her. Seit? Hab ich doch gesagt. Wow. James. Hübsches Ding. Warum hilfst du uns, James? Sehr hübsch. Hui. Die Leute, die euch angegriffen haben. Was weißt du über sie? Ich weiß, dass sie Kinder entführen. Zwei letztes Jahr. Das ist für die ganz normal. Sie führen Krieg nördlich von hier. Ihre Gruppe gegen eine andere. Deswegen holen sie sich Kinder. Sie zwingen sie zu kämpfen. Du würdest in ihrem Krieg kämpfen. Es ist grauenvoll. Ja, deshalb habe ich euch geholfen. Danke. Warte. Wirf ihn. Lenk ihn ab. Funktioniert genauso und niemand wird verletzt. Weder wir, noch er. Ich weiß ja, dass es geht. Hat der Mitleid mit den Dingern? Es wirkt so. Sicher. Es war schwierig, euch mit der Herde zu retten. Wollte nicht, dass sie sterben. Du hängst also nur im Wald herum und rettest zufällig vorbeikommende Leute? Als ich meine Gruppe verlassen hatte, war ich zum ersten Mal allein unterwegs. Da war überall Krieg. Erst gegen die Beißer, dann Menschen gegen Menschen.
Hatte gehofft, hier sei es besser. Woher kommst du? Von hier? Oder von weit weg? Georgia. Ganz schön weit weg. Das war vor einer Ewigkeit. Stimmt. Und woher kommst du? Washington. Stadt oder Bundesstaat? Stadt. Hab Dad mit dem Imbisswagen geholfen. Du hast Fieber. Seine Wunde muss richtig gesäubert werden. Und Medizin wäre wichtig, wenn ihr welche habt. Tja. Die Schule hat Medizin, aber sie werden sie kaum rausrücken. Deshalb haben die Leute euch angegriffen, oder? Um in die Schule zu kommen. Sie werden alles zerstören. Die haben mehr Waffen und Kämpfer. Sie werden alle mitnehmen. Sie werden sich nicht gegen sie wehren können. Du brauchst Medizin. Du musst zurück, sonst stirbt er. Und dich alleine lassen? Ich gehe zurück und überrede sie, AJ zu helfen. Sie nehmen uns wieder auf, wenn sie ihn sehen. Sie lassen AJ nicht im Stich. Hoffentlich. Ich helfe euch, um an den Beißern vorbeizukommen. Wir brechen in ein paar Stunden auf. Oh mein Gott, ey. Ein paar Stunden Schlaf für dich. Oh, der ist so schnuckig, ey. Ich bleibe wach. Du kannst schlafen. Wir können doch nicht so einen hübschen Kerl alleine lassen. Schlaf. Ich halte Wache. Okay. Ich vertraue ihm mal. Was ist mit dir? Kein Bedarf heute Nacht. Schlaf gut. Ich vertraue ihm. Keine Ahnung warum. Vielleicht lässt. Gute Nacht. Vielleicht täuscht mich auch sein Äußeres, aber er sieht sehr vertrauenswürdig aus. Gute Nacht. Warum hätte er uns sonst gerettet? Na? Ja, schwierig, schwierig, schwierig. Ah, wir haben überlebt. Guck mal einer an. Na, immerhin. Das ist ja schon mal was. Ja. Ist er wach? Ja, er hat Fieber. Scheiße. Ich kann ihn tragen. Du bist total alle. Nein, ich mach das. Durch. Wir sind gleich da. Beißer! Nein. Violet, Louis, Sie sind zurück. Hey, du bist allein da draußen, oder? Du könntest bei uns bleiben. Ach nein. Ach, da geht er weg. Kann mal einer helfen? Ich kann dich nicht mehr tragen. Bald sind wir drin. Ruh dich aus.
Mist. Ist er... Er lebt. Er wurde angeschossen. Hat Fieber. Los, bringen wir ihn rein. Kann nicht. Keine Angst, AJ. Ich hab dich. Clementine kippt gleich um, ey. Eieieiei. Mein Gott. Ah. Werden jetzt viele nicht begeistert sein, dass wir wieder da sind. Lass mich mal sehen. Ich habe alles oben, was ich brauche. Los! Jetzt sieht die durchs T-Shirt. Wir haben die Splitter rausgeholt. Wir? Eine lange Geschichte. Lass die Frau durch, die muss durchs T-Shirt gucken. Er hat Fieber. Sein Körper versucht, die Infektion zu bekämpfen. Armer Knirps. Pulli, meine ich. Ruby und Louis kümmern sich um ihn. Du kommst mit mir. Wir reden im Büro weiter. Clem? Shh. Ruh dich etwas aus, ja? Wir bringen dich wieder in Ordnung. Clem! AJ, hör auf Ruby, ja? Sie passt auf dich auf. Na komm, was machen wir, wenn wir Angst haben? Wenn Angst die Oberhand gewinnt? Wir stehen das durch. Wir geben nicht auf. Es geht wieder. Ach, das wird mir auch wieder zum Verhängnis. Ich ahne es schon. Clementine, bitte. Wir müssen reden. Ist ja gut. Ich weiß zwar nicht, was es zu bereden gibt, aber... Was da im Wald passiert ist. Die hatten dich festgenagelt und ich... Mann, ich war so wütend. Ich weiß, du denkst, ich hätte nicht genug für dich und AJ getan. Aber als ich dich da sah, musste ich etwas unternehmen. Ich habe den Pfeil einfach losgelassen. Dachte nicht mal, dass ich sie treffen würde. Dann wurde Louis angeschossen. Etwas höher und wir hätten noch ein Grab ausheben müssen. Ich dachte echt, du wärst tot, Clem. Oh. Es ist nur gerade alles so scheiße, verstehst du? Alle haben Angst, Clem. Echt schön, dich wiederzusehen. Ich dachte, du hasst mich. Vielleicht für eine Sekunde, aber nicht jetzt. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Ich wünschte, Mitch und den anderen ging es auch so. Louis und ich haben ihnen erzählt, was im Wald passiert ist. Die Frau, die dich angriff. Lily. Du kennst sie also? Wir haben uns schon gewundert. Wer zum Teufel ist das? Ich weiß, dass du nicht richtig zu ihrer Gruppe gehörst. Aber den anderen gefällt dieser Zufall nicht. Dass sie gleich nach dir aufkreuzt? Ich meine, sie ist mies, war sie schon immer. Ihr Dad war ein rassistischer Arsch. Und sie hat alles verteidigt, was er tat. Klasse. Als ob wir nicht schon mehr als genug Trottel hier hätten. Sie hat jemanden in unserer Gruppe ermordet. In einem Streit einfach erschossen. Carly, so hieß sie. Sie hat sich geweigert, dass Lily sie weiter angreift. Das war ganz am Anfang. Seitdem habe ich Lily nicht mehr gesehen. Ich glaube dir. Aber gibt es noch etwas? Willy meinte, da war noch jemand mit dir am Tor. James. Er hat mich und AJ gerettet, ließ uns die Nacht in seinem Lager verbringen. Warum bringst du ihn her? Warum hast du ihn direkt zu uns geführt? Er ist ein Fremder, Clem. Unsere Begegnung mit den beiden hat gezeigt, dass wir niemandem vertrauen können. Macht euch wegen James keine Sorgen. Wir können ihm vertrauen. Willy sagte, er hätte irgendetwas Seltsames getragen. Tierfelle oder so. Er... Upsala. Moment.
Hat Beißer heute getragen, ja. So kommt er an den Herden vorbei. Er kann sie sogar führen. Wow. Okay. Ich hätte ihn nicht mitgebracht, wenn er eine Gefahr wäre. Es ist egal, ob ich dir traue. Ich habe Angst davor, was die anderen dir vielleicht antun könnten. So, jetzt muss ich aber Schluss machen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.